Moin, ihr Sonnenscheine. Mann im Hauptbahnhof hingerichtet. Im Frankfurter Hauptbahnhof ist am Dienstagabend ein 27 Jahre alter Mann erschossen worden. Laut Polizei hatte sich ein 54-Jähriger dem 27-Jährigen gegen 21 Uhr an Gleis 9 von hinten genähert und mehrere Schüsse aus einer Pistole auf ihn abgegeben. Anschließend floh der Schütze und entledigte sich der Waffe. Kurz darauf stellten Polizisten ihn. Die Tatwaffe wurde später sichergestellt. Nach den tödlichen Schüssen war der Bahnhof für 25 Minuten gesperrt worden. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr sowie im ÖPNV. Das Opfer ist ein 27-jähriger türkischer Staatsbürger, der in Deutschland keine Meldeadresse besitzt. Auch der Täter hat die türkische Staatsbürgerschaft. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur momentan 14 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute ist mit bewölktem Wetter sowie einer Höchsttemperatur von 24 Grad und einer Tiefsttemperatur von 14 Grad zu rechnen. Hab heute einen schönen Tag. Danke. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist es in Berlin teilweise sonnig mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 17 Grad. Sehr schön. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 22. August von Brad Pitt. Diese Idee vom ewigen Glück ist verrückt und überbewertet, denn es sind gerade die dunklen Momente, die uns auf die kommenden, schönen Momente vorbereiten. Jeder einzelne Moment hilft dir, den nächsten zu schätzen. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Passt auf euch auf, kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin.